Wie du und deine Verbündeten mit dieser Bedrohung umgehen, wird zeigen, ob du ihr in der Lage seid, euer eigenes Schicksal zu bestimmen oder ob wir unsere Strategie noch einmal überdenken müssen. The soft-hearted among us are counting on you to win this existential wager. No doubt, Aethys shares their sympathies. I do not. We exist to rule over mortals. Nothing can change that. Die Weichherzigen unter uns zählen auf dich, diese existenzielle Wette zu gewinnen. Zweifellos gehört Aethys mit zu ihnen. Das tue ich nicht. Wir existieren, um über die Sterblichen zu herrschen. Nichts kann das ändern. Ja, du bist Boudica. So, now you know the truth. I assume you have questions. Jetzt kannst du also, kennst du also die Wahrheit. Ich nehme an, du hast Fragen. Warum hast du mir das anvertraut? Mortals like you come but once in a lifetime. Ob wissentlich oder unabsichtlich, du scheinst dich an der Spitze von Änderungen zu befinden. Sterbliche wie du kommen nur einmal im Leben. Some would react poorly if I stripped mortals of their freedom without giving them a chance to plead their case. You have the honor of standing tall as their advocate. Manche würden es uns übel nehmen, wenn wir Sterblichen ihre Freiheit nehmen, ohne ihnen die Gelegenheit geben, sich zu verteidigen. Du hast die Ehre, stolz als ihr Fürsprecher zu agieren. Bevor ich return to Aeora and assume my position as your deserving tyrant, you have this opportunity to prove me wrong. To demonstrate whether or not mortals are responsible enough to claim their future. Bevor ich nach Aeora zurückkehre und meine verdiente Position als euer Tyrann übernehme, habt ihr die Gelegenheit, mir zu zeigen, dass ich Unrecht habe. Zum Beweis, ob Sterbliche so verantwortungsvoll sind, um ihre Zukunft in die Hand zu nehmen. Du sprichst, als hätten wir keine Chance. Du sprichst, als hättest du eine. Klar habe ich die. Die Sterblichen haben sehr wenig Zeit, um für sich selbst zu entscheiden. Wir werden sie zueinander stehen oder ihren Stolz schlucken und ihre Knie beugen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du uns enttäuschen wirst. Sobald sich meine Position erstmal als richtig erwiesen hat, werden die Unentschlossenen unter den Göttern sich meinen Plan anschließen. Die Götter glauben, dass meine Handlungen ihren Punkt über eine sterbliche Gesellschaft beweisen würden. Yes. I never agreed to this arrangement, but if your example demonstrates mortal ineptitude, as I trust it will, then I can make the plan serve me. Du bist immer noch angepisst, weil wir deinen Liebling getötet haben, hä? Beweise es oder widerlege es, genau. Ich habe dieser Absprache niemals zugestimmt, aber wenn dein Beispiel die Unfähigkeit der Sterblichen demonstrieren wird, wovon ich fest überzeugt bin, kann ich dafür sorgen, dass der Plan meinen Nutzen dient. Eine energische Minderheit von Göttern glaubt, dass deine Entscheidungen den Wert ihres wilden Optimismus unter Beweis stellen werden. Als wären die Zusammenarbeit und das Einfallsreichtum von Sterblichen Bekräftigungen unserer Führung. Und dann sind da diejenigen unter uns, die es besser wissen und sich nicht so leicht überzeugen lassen. Thinking otherwise can only breed dissent and chaos. Gestandene sind verletzlich, außer sie beugen sich dem Schicksal, das wir für sie vorzeichnen. Anders zu denken erzeugt nur Zwietracht und Chaos. Ja, erzähl mir mehr über diese aufgeklärte Gesellschaft, die du einst wolltest. Ambitious plan, our utopia. Perhaps too ambitious. We ascended to power, responding to a need inadequately satisfied. Unsere perfekte Gesellschaft war ein ehrgeiziger Plan, vielleicht zu ehrgeizig. Wir sind an die Macht gekommen, um einen Bedarf zu erfüllen, der bisher nicht gut erfüllt worden war. Assuming these roles gave us the authority to mold Aeora over time, to influence you and lay the groundwork for a society yet to come. Die Übernahme dieser Rollen hat uns die Autorität verschafft, Aeora im Laufe der Zeit zu formen, dich zu beeinflussen, das Fundament für eine zukünftige Gesellschaft zu legen. Some believe that mortals would outgrow us, as if that was a favorable outcome. To me,
Our eternal pantheon was always a critical fixture. Zu Beginn der Umsetzung des Plans waren einige überzeugt, dass die Sterblichen über uns herauswachsen können, als ob das ein positives Ergebnis wäre. Für mich war der ewige Götterhimmel immer ein entscheidender Fixpunkt. Eotas war einer von denen, die die Sterblichen unterstützt haben. Ich hingegen war immer ihr lautester Kritiker. Scheint dieser Plan zu Social Engineering nicht etwas kontraintuitiv? Du meinst Götter, die eine gottlose Welt schaffen? Natürlich. Meine Siblings desired to influence mortals and steer them in a proper direction. Even if that direction led to places we could not follow. Meine Geschwister wollen die Sterblichen beeinflussen und sie in die richtige Richtung lenken. Auch wenn die Richtung sie an andere Orte lenkte, als die wir nicht folgen konnten. I have no intention of being left behind. Society would unravel without its queen to impose strict order. Ich habe nicht vor, zurückgelassen zu werden. Die Gesellschaft würde ins Chaos versinken, ohne ihre Königin, die in der Lage ist, eine strenge Ordnung durchzusetzen. Ja, wie hättest du die ideale Gesellschaft überhaupt erst erkannt? Eine gute, unsinnige Frage, die ich selbst oft gestellt habe. Rational government would rule in our stead, leaving churches vacant. Wir waren davon ausgegangen, dass sie, wer immer sie sein mochten, sich uns offenbaren würden. Die rationale Regierung würde uns ersetzen, die Kirchen blieben leer. Zum Glück für Eotas holen wir die Brötchen aus dem Ofen, bevor sie voll aufgegangen sind. Ihr unglückseligen Misskerne hattet nie die Gelegenheit, mich zu widerlegen. Aha. Warum tolerieren die anderen Götter deine Opposition? Opposition kann viele verschiedene Formen annehmen. Wenn eine Kirche sich meine Doktrin zunütze und diese zur Waffe macht, ist das etwas ganz anderes als mein Amoklauf als Titan. Twice now he has contaminated the purity of our experiment. And done so with extravagant displays that undermine our authority. Eotas ist nicht für Fingerspitzengefühl bekannt. Bereits zweimal hat er die Reinheit unseres Experiments besudelt, und dies auf so extravagante Art, um unsere Autorität zu untergraben. Odo hat einen Mond auf Eora stürzen lassen. Wie bitte nennst du das? Du nennst es subtil, was Taos angestellt hat. Sein Ansatz war sehr weit fortentwickelt und indirekt. Dir schulde ich in dieser Angelegenheit jedoch keine Erklärung. Außerdem bist du unwürdig, seinen Namen in den Mund zu nehmen. It makes no difference if mortals pass some arbitrary test. My mind is settled on the matter. Ich bin das Gegenteil von weichherzig. Es ist mir gleichgültig, ob die Sterblichen irgendeinen willkürlichen Test bestehen. Ich habe meine Entscheidung dieser Sache bereits getroffen. The timing of this crisis forces us to accelerate our schedule. Final judgment comes sooner than any of us would prefer. Ganz unabhängig von meinen Gefühlen zwingt der Zeitpunkt dieser Krise und die Beschleunigung dieser Krise uns zur Beschleunigung dieses Zeitplans. Das letzte Urteil wird schneller gefällt werden, als es uns allen lieb ist. Was geschieht, wenn jemand dir nachweist, dass du Unrecht hast? Wenn unser Götterhimmel zu dem Schluss gekommen wäre, dass die Sterblichen ein perfektes, auf dem Recht aufbauendes System zu einer vollkommenen Reife gebracht hätten, dann wäre von mir kein Wort des Widerspruchs gekommen. Dann würde ich einfach beiseite treten und den unvermeidlichen Zusammenbruch abwarten. Mortals need us. I know this as well as I know myself. Even a lawful and responsible society would be poised to collapse, as long as its architects and strongest adherents were mortal.
Die Sterblichen brauchen uns. Ich weiß das so gut, wie ich mich selbst kenne. Selbst eine gerechte und verantwortungsvolle Gesellschaft wäre dem Untergang geweiht, solange ihre Schöpfer und treuesten Anhänger Sterbliche sind. Any satisfaction that my siblings derived from their little experiment would be short-lived. And it would fall to me to clean up after their mess. Jede Befriedigung, die ihr kleines Experiment meinen Geschwistern bereitet hätte, wäre nur von kurzer Dauer. Und anschließend müsste ich nach ihrem Chaos wieder Ordnung schaffen. Du hast also recht, auch wenn du Unrecht hast, verstanden. Eine Sache darfst du dir sicher sein, Wächter. Darin kann ich nicht widerlegt werden. Zurück zu meinen anderen Fragen. Du hast bereits viel gelernt. Du musst dich nur selbst fragen, ob du schon für die Wahrheit bereit bist. Hat sich deine Meinung über die Sterblichen überhaupt nicht geändert? Nichts, was du angestellt hast, hat es rettungslos beschmutzt. Wenigstens dafür kannst du dir selbst gratulieren, danke. Ich möchte über das Rad und deinen Aufstieg zur Gottheit sprechen. And each of us serves it in our own fashion. I am the axle upon which the gods balance their power. Das Rad ist unsere gemeinsame Verantwortung. Jeder von uns dient ihm auf seine eigene Weise. Ich bin die Achse, auf der die Götter ihre Macht ausbalancieren. Aeris keeps the wheel in motion. He was our promise to mortals that time and labor would yield a deserving reward on the next turning of the cycle. Eotas hält das Rad in Bewegung. Er war unser Versprechen an Sterbliche, dass Zeit und Arbeit beim nächsten Drehen des Zyklus belohnt werden würden. Wie wurden die irgendwie Thanos zu Göttern? Mit der Höhe unserer Kraft, wir erkennen das Potenzial der Seele. Wir wissen, dass es sich verbunden, abgeschnitten, split apart, divertiert wie ein River und hammered together. Hammering war trivial. Auf dem Gipfel unserer Macht haben wir das Potenzial der Seele erkannt. Wir wussten, dass sie gebunden, geteilt wie ein Fluss umgeleitet und zusammengehämmert werden konnte. Das Hämmern war ein Kinderspiel. Diejenigen von uns, die mit dem Vergötterungsprojekt übereinstimmten und viele, die es nicht taten, mussten sich mit einem gewaltsamen, schrecklichen Auslöschen unserer Individualitäten unterziehen. Nachdem die Dust settled, we adopted the forms of beings from Aeora's most prevalent myths. There were other faiths and legends, but we needed to strike their names from history. Als der Staub sich wieder gesetzt hatte, übernahmen wir die Gestalt aus den bekanntesten Mythen von Eorora. Es gab andere Glaubensrichtungen und Legenden, aber wir haben daran gearbeitet, ihren Namen aus der Geschichte zu löschen. Wie genau funktioniert das Rad? Der Reinkarnationsmechanismus existiert in der Ideenspace des Beyond. Du würdest keine Wall von Cogs und Levers finden, wenn wir einen konjuriert haben, um einen Punkt zu illustrieren. Ein Großteil des Mechanismus der Reinkarnation besteht in der Gedankenwelt des Jenseits. Du wirst keine Wand voller Zahnräder und Hebel finden, außer wir würden eine heraufbeschwören, um einen Punkt zu machen. The wheel has but one material component in all of Aeora. Something we built to channel essence through luminous Adra and into the beyond with reliable continuity. Das Rad hat nur ein wesentliches Bestandteil in ganz Aeora. Etwas, das wir errichtet haben, um die Essenz durch den leuchtenden Adra zuverlässig ins Jenseits zu leiten. Bevor wir intervenieren, der Flow der Essenz war directionless, unpredictable. Wir haben succeeded in widening the gap, diverting it, giving it an efficient path to follow. Vor unserem Eingriff war der Fluss der Essenz ohne Richtung unvorhersehbar. Wir konnten die Lücke vergrößern, ihn umleiten, ihm ein effizientes Bett geben, dem der Fluss folgen konnte. Reinkarnation gab es doch schon vor euch. Warum habt ihr es denn nicht dabei belassen? Before we took control of the wheel, reincarnation was error prone, lacking forward momentum. Hollowborn were fairly common and hardly the worst of the soul maladies. Bevor wir die Kontrolle über das Rad übernahmen, war die Reinkarnation fehlerhaft, ohne Vorwärtsbewegung. Hohlgemone traten ziemlich häufig auf und das war kaum die schlimmste der Seelenkrankheiten. Control gave us the power to strengthen the souls of intelligent Kith over generations. We made you wiser, stronger, more likely to develop the society we thought you deserved. Die Kontrolle gab uns die Kraft, über Generationen hinweg die Seelen intelligenter Gestandener zu stärken. Wir haben euch weiser und stärker gemacht, damit es wahrscheinlicher wäre, dass ihr euch in die Gesellschaft entwickelt, die ihr unserer Meinung nach verdient habt. Every turning of the cycle demonstrated the righteousness of my belief. Nature
begets chaos. And discipline begets perfection. Mit jedem neuen Zyklus wurde die Rechtschaffenheit meines Glaubens klar. Natur erzeugt Chaos, aus Disziplin entsteht Perfektion. Zurück zu meinen anderen Fragen. It isn't every day that I open myself to these communions. So spend your breath wisely. Sprichwörter, ich öffne mich nicht jeden Tag für diese Gespräche, also sprichweise. Ja, Buch zu klappen, wir werden uns wieder unterhalten. I think we will. This is not the end of our discussion. You know how to find your way back to this place. Ja, ich glaube, das werden wir. Das ist nicht das Ende unserer Diskussion. Du weißt, wie du wieder hierher zurückfindest. You feel her presence drift as a breeze, Wodeka nickt steif. Du spürst, wie ihre Anwesenheit wie ein Windhauch vergeht und dabei ein Rascheln hinterlässt. So. Segeln wir ein paar Meter von der Kataka weg und speichern. Das hat mir jetzt sehr viel Zeit gekostet und ich habe es sehr lang überzogen. Ah, das ist jetzt LP 054. Speichern und wir sehen uns gleich wieder.